Ich möchte zu Anfang etwas über Dhamma vorlesen aus einem Buch, das heißt Notizen zu Dhamma. Das hat ein englischer Bhikkhu vor etwa 50 Jahren in Sri Lanka geschrieben und es ist vor etwa 7 Jahren auf Deutsch mit einigen drumherum noch beim Remo erschienen über Dhamma. Das Wort Dhamma im allgemeinsten Sinne bedeutet so viel wie Ding, das heißt etwas, das sich von irgendetwas anderem unterscheidet. Genauer gesagt bezeichnet es, was ein Ding in sich ist, im Gegensatz zu wie es ist. Es ist die Essenz oder die Natur eines Dinges. Das heißt, ein Ding als eine bestimmte Essenz oder Natur im Unterschied zu allen anderen Essenzen oder Naturen. Wenn also ein Ding, zum Beispiel ein solider, angenehmer, schattiger Baum, zum Darunterliegen, den ich jetzt sehe, ist, dann ist seine Natur eben, dass es solide ist, dass es angenehm ist, dass es schattig ist, dass es ein Baum zum Darunterliegen ist und dass es für mich sichtbar ist. Der solide, angenehme, schattige Baum zum Darunterliegen, den ich sehe, ist ein Ding, eine Natur, ein Dhamma. Darüber hinaus ist jeder Aspekt für sich, die Solidität, das Angenehme, die Schattigkeit und so weiter, insofern ein Ding, eine Natur, ein Dhamma, als es von den anderen unterscheidbar ist, auch wenn sie in diesem Fall nicht voneinander unabhängig sein mögen. Also das bedeutet, wenn ich es nicht sehen könnte, dann wüsste ich auch nicht, dass es schattig ist. Wenn da nicht etwas Solides wäre, dann könnte ich mich auch nicht drunterlegen. Also diese Dinge gehören da zusammen, aber man kann sie in der Analyse sozusagen voneinander trennen. Diese Dhamma sind im unmittelbaren Erleben allesamt bestimmte Dinge. Wenn jedoch die reflexive Haltung eingenommen wird, wie das bei Achtsamkeit und Wissensklarheit, dem Normalzustand von einem, der gerade Dhamma praktiziert, der Fall ist, wird diese bestimmte Natur, der solide, angenehme, schattige Baum zum Darunterlegen, den ich sehe, sozusagen in Klammern gesetzt, und wir erhalten die Natur dieser bestimmten Natur. Anstelle von solide, angenehm, schattig, Baum zum Darunterliegen, für mich sichtbar und so weiter, haben wir Form oder Materie, Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltungen, Bewusstsein und die ganze Vielzahl von Dingen, von denen die Suttas sprechen. Diese Dinge sind von universaler Anwendbarkeit, das heißt allen bestimmten Naturen gemein. Zum Beispiel Sehbewusstsein haben alle Dinge gemein, die jemals für mich sichtbar waren oder sind oder sein werden. Und sie sind die Dhamma, die das Dhamma ausmachen. Das Dhamma ist daher die Natur der Dinge. Und weil es das ist, was der Buddha lehrt, bedeutet auch die Lehre. Und Dhamma, Plural, sind dann bestimmte Lehren. Damit habe ich jetzt ein Thema angesprochen, was schon öfter mal hier zur Sprache kam, nämlich, dass es nicht darum geht, uns immer mehr zu verzweigen in unserer Dhamma-Praxis, sondern die Natur der Dinge. Das klingt ja auch schon sehr spirituell, also immer mehr zu dem Allgemeineren zurückzugehen und diese 5 Naturen der Naturen, die angesprochen wurden, Form, Wahrnehmung, Gefühl, Gestaltungen und Bewusstsein, wissen einige von euch, das sind die 5 Khandhas oder Daseinsaspekte, an denen der Unerwachte anhaftet und der Erwachte eben nicht anhaftet. Also ganz fundamentale Dinge, von denen da die Rede war. Wir haben in der Sangha unter uns Mönchen uns vor einiger Zeit mal unterhalten, dass es eigentlich ganz sinnvoll wäre, Lehrinhalte, die Theorie sozusagen, die Dhamma-Theorie, etwas mehr zu vermitteln. Zum einen, weil da jetzt nicht so im Durchschnitt gesehen nicht so viel Wissen vorhanden ist, behaupte ich jetzt mal. Also die Abonnementhörer, die oft hierher kommen, die wissen natürlich, Samadhi, gut. Und das reicht eigentlich auch im Prinzip, wenn man dann weiß, was man anschließend mit diesem Samadhi anfängt. Oder wenn man dieses Samadhi überhaupt erstmal hat, wenn man es
noch nicht so hat, dann könnte es unter Umständen hilfreich sein, sich mit diesen verschiedenen Lehrkategorien, die wir in den Suttas finden, auseinanderzusetzen und die mal ein bisschen zu studieren und die auch ja auswendig zu lernen. Denn wenn es mit dem Samadhi nicht so klappt, dann kann es entweder sein, dass von den heilsamen Qualitäten, von denen da in den Lehrreden gesprochen wird, die da so in Gruppen auftauchen, dass die vielleicht nicht ganz ausbalanciert sind oder dass irgendeine davon fehlt. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ja, die spirituellen Kräfte, also naja, Achtsamkeit geht, Energie habe ich auch, und was war da noch? Wie viel fehlen noch? 2 oder 3 oder waren es 5? Also dann, naja, dann ist da halt ein gewisser theoretischer Nachholbedarf. Also selbst die Gruber-Ajans, die alle im Wald gesessen waren und da jahrelang jeden Tag viele Stunden meditiert haben, die hatten so ein gewisses Grundwissen. Oder umgekehrt könnte es auch sein, die Sachen, die dem Samadhi im Wege stehen, dass da irgendwie, naja, sage ich, okay, Sinnesbegierde habe ich eigentlich nicht so viel, Trägheit ist auch nicht vorhanden, aber das einfach dann mir sofort einfällt, wonach kann ich sonst noch Ausschau halten. Es gibt uns also Maßstäbe in die Hand, mit denen wir unsere Praxis, unseren inneren Zustand, den Stand unserer Praxis selber begutachten können, reflektieren können. Weil wir gerade einen Chris da haben, der Vimutti Monastery kennt. Also ich war da mal, da war zu Wesak im Stadtzentrum in Auckland die Zeugnisvergabe der Sonntags-Dammerschule für die Kids, die also da diese Dinge gelernt haben. Und die waren alle sehr gut. Also die haben fast alle eine 1 gehabt, also zumindest die aus singalesischen Familien stammenden Kids, die hatten alle eine 1 und der einzige, der eine 2 hatte, der stammte aus einer thailändischen Familie, also das ist vielleicht so ein bisschen die, so die, wie soll ich sagen, die Veranlagung mehr so bei, sabai und so, ne? Aber ich meine, 2 ist ja auch gut, ne? Also so gut wie die Kids alle waren, das müssen wir denen erstmal nachmachen. Also da die 5 spirituellen Kräfte, das kam bei denen wie aus der Pistole geschossen. Da war überhaupt kein Zögern da. Ne? Und dann waren sie alle im Vimutti-Kloster bei Ajahn Chandako und da gab es dann irgendwie, hat er Bücher verteilt oder was. Und dann hat er auch nochmal geschaut, ob die wirklich was können. Und dann das, die 7 Erleuchtungs- oder Erwachensfaktoren, da kamen dann 6. Und dann sagt er, naja, also wir Mönche, wir können das natürlich dann noch ergänzen um die 7. Nicht wahr, Tanmetiko? Und ich dachte, aber wir haben dann so ein kleines Hilfsmittel, nämlich diesen Chant, den Bhujanga Paritta. Das ist eine Liste, wenn ich im Geist schnell durchgehe. Ah ja, Passati, Gestilltheit hat noch gefehlt. Also, naja, das kann durchaus helfen. Dhamma ist, haben wir gerade gehört, die Natur der Dinge oder die Natur der Dinge, und jeder, der sich schon mal mit irgendwelchen spirituellen Praktiken, egal was, beschäftigt hat, die Natur der Dinge zu erkennen, das ist sozusagen unser Ziel. Und die Dhamma-Schule ist natürlich nicht Erleuchtung garantiert, aber es ist ein kleines Hilfsmittel in die Richtung. Man kann natürlich auch mit so Kategorien auswendig lernen, auch in die falsche, in eine Sackgasse geraten, indem man das einfach aus Selbstzweck macht, also aus reinem Gelehrtentum, dass man eben angeben kann und sagen, hier, ich habe eine 1 und das nicht auf sich beziehen. Also wir müssen das natürlich mit der Praxis in Verbindung bringen. Ja, wo wollen wir anfangen? Es gibt nicht nur Listen, es gibt auch eine Megaliste, die heißt die 37 zum Erwachen beflügelnden Dinge, oder Ajahn Jeff sagt, Wings to an Awakening, also die Flügel zum Erwachen, wortwörtlich, 37 Bodhipakya Dhamma. Und ich schlage vor, das gebe ich euch als Hausaufgabe mit, die auswendig zu lernen, und die fragen wir dann das nächste Mal ab, ist, wäre das okay? Oder kommt dann keiner mehr? Nee, also gut, dann lassen wir das. Dann machen wir vielleicht was ganz Fundamentales, was Grundlegendes. Welche Lehrkategorie ist denn so eurer Meinung nach die wichtigste, wo der man anfangen könnte? Jemand einen Vorschlag? Oh je. Seid ihr jetzt so schüchtern oder ist da jetzt wirklich, also, so als Einstieg? Also diese verschiedenen Lehrkategorien, das sind ja nicht Bausteine, sondern das sind Zugangstore zur Lehre. Womit könnte man sich die Lehre erschließen?
Wir Elefanten. Danke. Ja, das war wahrscheinlich viel zu naheliegend jetzt, ne? Ja. Könntest du die auch aufzählen, die vier edlen Wahrheiten? Die Wahrheit vom Leiden, also von der Entstehung des Leidens. Das waren schon die ersten zwei. Nein, die Entstehung des Leidens, das Ende des Leidens und das zum Ende des Leidens führende Nachfahrt oder Weg. Wunderbar, also dann habe ich euch doch unterschätzt. Oder du hast jetzt die Ehre gerettet und die Elke könnte eine kleine Definition der ersten Wahrheit liefern. Das fängt mit Geburt an, kleiner Hinweis. Geburtsleiden, Altersleiden, Krankheitsleiden, Tod. Ja. Verbunden mit Dingen, die wir nicht haben will, getrennt von Dingen, die man lieb hat und die fünf Kandas. Okay, gut, reicht. Also Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung und dann wäre die Definition perfekt gewesen, wie sie in der ersten Lehrrede genannt sind. Die fünf Khandas. Wir haben gerade in dem Einleitungstext gehört, dass diese fünf Khandas das Erleben oder alle Dinge in unserem Erleben sozusagen von oben, von höherer Warte betrachtet sind. Und das ist ein Schlüssel, wie die ganze Dhamma-Praxis überhaupt funktioniert. Denn wir sollen ja die Dinge verstehen, zum Beispiel als vergänglich und leidhaft und nicht selbst. Und dann könnte ich hergehen und mir alle Dinge in meinem Erleben zusammensammeln, indem ich dann sage, okay, meine Knieschmerzen sind nicht selbst, meine Gedanken sind nicht selbst, der Anblick von euch allen, das ist auch nicht selbst, meine Blähungen sind nicht selbst, was ich gestern zum Mittag hatte, ist nicht selbst. Derjenige, der drüber nachdenkt, was er gestern zum Mittag hatte, ist nicht selbst. Derjenige, der über den drüber nachdenkt, der drüber nachdenkt, was er gestern zum Mittag hatte, ist nicht selbst. Also ihr seht schon, das führt zu nichts. Also das verzweigt immer mehr. Also je mehr man das analysiert und das erleben, man kann sich ja selber beobachten, das geht ins Unendliche. Und wir erleben auch so rasend schnell eben 10.000 Dinge, heißt es im Sinne, in Wirklichkeit sind es viel mehr. Also da werden wir nie fertig. Das heißt, wir müssen einen Schritt zurücktreten. Wir müssen sozusagen zur allgemeineren Ebene, zur universelleren Ebene zurücktreten. Und das sind die fünf Khandas. Dhamma, habe ich schon bei mehreren und auch Ajahn schon bei mehreren Vorträgen gesagt, ist ein Hologramm. Das heißt, wir betrachten es von irgendeiner Seite und es kommt immer dasselbe raus. Wir können es in Stückchen schneiden und jedes Stückchen enthält immer dasselbe. Ich habe mal über Anapanasati gesprochen, habe gesagt, wenn wir die Dinge kennenlernen wollen, dann müssen wir uns die anschauen, dann müssen wir uns sie genauer anschauen, dann ja, müssen wir sie überwinden auf eine nächsthöhere Ebene. Von der nächsthöheren Ebene betrachtet, verstehen wir die Sachen erst richtig. Gibt's ja dieses berühmte Gedicht von einem unbekannten Bhikkhu, ein Meeresfisch kennt Wasser nicht, zu nah ist ihm sein Element, dem Weltling auch fehlt Übersicht, weil Geistestrübung er nicht kennt. Erst wenn der Fisch im Trocknen ringt, weiß er, was Wasser vorher war. Also müssen die Sache von außen betrachten können. Und das ist etwas, was wir ja in der Meditationspraxis üben, denn wenn wir uns von den 10.000 Dingen abwenden und nach innen den Geist sammeln, dann gehen wir zur nächsthöheren Ebene. Das heißt, wir füllen unseren gesamten Erlebenshorizont mit etwas Einfacherem aus. Wenn wir den Atem zum Beispiel betrachten, die Anapanasati, die vier Tetraden, die erste Tetrade hört auf mit dem Erleben des ganzen Körpers, der atmet. Der ganze Körper ist Atem. Das hat mit unseren 10.000 Dingen im Körper oder 32 Teile sollen es da sein, nichts mehr zu tun, sondern wir erleben ein Ganzes. Und wir merken dann auch, dass die Qualität der Meditation in dem Moment einen Quantensprung macht. Eine neue, also es ist noch nicht Jhana oder was, aber es ist eine neue Form von Erleben in der Meditation, wo der Körper plötzlich angenehm und leicht wird und mit Piti voll ist, etwas, was gar nicht mehr davon abhängig ist, dass wir uns Dinge zuführen und dass wir eben unser normales Erleben mit Glück und Leid, wo wir immer dem einen hinterherrennen und das andere nicht haben wollen, mal von außen betrachten können, ein bisschen, ein Stück weit schon. Also diese höhere Ebene, diese Bedingung, dieser relative Urgrund,
Das ist auch ein bisschen ein sehr deutlich feststellbarer roter Faden in der Lehrrede, die ich heute besprechen möchte, nämlich der M44, die kürzere Reihe von Fragen und Antworten. So habe ich gehört, einmal hielt sich der Erhabene bei Rajagaha im Bambushain, dem Eichhörnchenfutterplatz, auf. Da ging der Laienanhänger Visakha zur Bhikkhuni Dhammadinna und nachdem er ihr gehuldigt hatte, setzte er sich seitlich nieder und fragte sie. Das ist schon mal bemerkenswert, dass einmal, dass die Lehrrede von einer Frau gehalten wird. Es kommt nicht so oft vor im Pali-Kanon. In der mittleren Sammlung ist das die einzige. In der gruppierten Sammlung gibt es eine Gruppe von Lehrreden und sonst, glaube ich, keine. Natürlich Terigata, also die Verse der erwachten Nonnen, sind alle von Nonnen gesprochen. Aber das ist also eine relative Seltenheit. Und wer von euch vielleicht den Essay gelesen hat, am Anfang die Pali-Suttas in dem Buch, was wir in der Bibliothek auch liegen haben, Die Fährte der Wahrheit, der erste Essay, da hat also der Autor Samanera Bodhisattva festgestellt, dass Lehrreden, die den Aufenthaltsort des Erhabenen nennen, das hat er also empirisch festgestellt und es scheint wohl auch zu stimmen, vom ersten Konzil her stammen. Das heißt, 500 Arahants Befreite, die keinerlei Vorurteile mehr hatten, waren der Meinung, diese Lehrrede soll in dieser Form in den Kanon aufgenommen werden. Und das zweite Qualitätssiegel ist der Schluss der Lehrrede, wo dann dieser Laienanhänger Visakha zum Buddha geht und sagt, was ihm die Bhikkhuni, das war übrigens seine Ex-Frau, alles erzählt hat. Und der Buddha sagt, genau so ist es. Die Bhikkhuni ist weise und ich, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich es nicht anders erklärt. Also das sind zwei Qualitätskriterien, die diese Lehrrede trägt, die ganz wichtig sind, weil nämlich A, sie von einer Frau gesprochen wurde und ihr wisst ja, dass in unserer patriarchalischen Welt Frauen es etwas schwerer haben, sich durchzusetzen, gerade eben spirituelle Rollen einzunehmen. Und der zweite Grund ist, dass diese Lehrrede einige Dinge enthält, die einer Sammeleinstellung gegenüber dem Dhamma, einer gelehrten Einstellung, ein bisschen wehtut. Also da kommen Sachen drin vor, die genau dieses von höherer Warte betrachten ständig ansprechen und die Eigenschaft eines Gelehrten oder die Herangehensweise eines Gelehrten an sein Studienobjekt ist, der sammelt Fakten und dann hat er genug beieinander und dann freut er sich, dass er viel weiß, aber kann es nicht auf sich selber anwenden. Das habe ich vorhin gesagt, wenn man Dhamma-Schule nur auswendig lernt, ohne das dann in seiner Praxis anzuwenden, dann bringt es auch nichts. Und das ist jetzt nicht Theorie von mir. Ich habe tatsächlich mal in einem Werk von einem dieser Gelehrten gelesen, dass die M44 ja ein bisschen fragwürdig ist, weil es ist ja von einer Nonne gesprochen worden. Also es ist im 20. Jahrhundert gedruckt worden, dieses Buch. Das ist nicht aus irgendwie grauer Vorzeit. Also es ist nicht so weit hergeholt, dass diese 500 Arahants des ersten Konzils diese Vorsichtsmaßnahme getroffen haben, diese Lehrrede kanonisch korrekt mit diesem Nachsatz, dass der Buddha das bestätigt hat, in dieser Form in den Kanon zu verankern. Also dieser Visakha, der soll angeblich ein Nicht-Wiederkehrer gewesen sein, das heißt einer, der schon ziemlich viel verwirklicht hat im Dhamma, aber eben dieses letzte bisschen hat ihm noch gefehlt. Seine Ex-Frau, die Bhikkhuni Dhammadinna, soll also eine Arahantin, also das bezweifle ich natürlich auch nicht, gewesen sein, die ihm dann sozusagen dann noch ein paar entscheidende Hinweise geben konnte. Ich fange mal aus dramatischen Gründen mit dem Paragraph 7 an. Er fragt, Ehrwürdige, auf welche Weise entsteht die Persönlichkeitsansicht? Freund Visakha, ein nicht unterrichteter Weltling, der die Edlen nicht beachtet und in ihrem Dhamma nicht bewandert und geschult ist, der aufrechte Menschen nicht beachtet und in ihrem Dhamma nicht bewandert und geschult ist, betrachtet Form als Selbst oder Selbst als Form besitzend oder Form als im Selbst enthalten oder Selbst als in Form enthalten. Form ist also dieser erste allgemeine Daseinsaspekt, das ist der solide, die Solidität des schattigen Baumes sozusagen, das, was die Sinne auslöst, um dieses ganze Erleben von Baum haben zu können. Die Substanz, die Materie, könnte man auch sagen, vereinfacht. Aber das Gleiche gilt auch für Gefühl, Wahrnehmungen, Gestaltungen und Bewusstsein. Also alle Aspekte in unserem Dasein betrachtet oder einen davon,
betrachtet der nicht unterrichtete Weltling als selbst oder selbst besitzt das oder selbst ist da drin enthalten oder die Form oder Gefühl und so weiter ist im Selbst, also das Selbst umfasst alles. Also eine von diesen Möglichkeiten. Wie entsteht die Persönlichkeitsansicht nicht, fragt er dann. Dann sagt sie, ein wohlunterrichteter edler Schüler, der die Edlen beachtet und in ihrem Dhamma bewandert und geschult ist und so weiter, betrachtet Form nicht als Selbst oder Selbst als Form besitzend, Form im Selbst enthalten oder Selbst als in Form enthalten. Das Gleiche für Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltungen und Bewusstsein. Auf diese Weise entsteht die Persönlichkeitsansicht nicht. Vielleicht sollte ich anmerken, dass der springende Punkt ist, die Persönlichkeitsansicht entsteht dann, wenn man ein Weltling ist, und die Persönlichkeitsansicht entsteht dann nicht, wenn man ein edler Schüler ist. Weil der Weltling hat gar keine Wahl. Der kann nicht sagen, naja, jetzt habe ich da in der Lehrrede gelesen, dass das, also die Persönlichkeitsansicht entsteht, und das ist ja schlecht, wenn man Gefühl als selbst bezeichnet oder betrachtet, und das mache ich jetzt einfach nicht mehr. Der kann nicht anders. Also ein Weltling kann nicht anders als der Meinung zu sein, dieses Ich, was ich ja empfinde, mich gibt's ja, das muss da irgendwo drin enthalten sein. Oder das ist der Besitzer von dem Ganzen. Ich bin der Besitzer von meinem Erleben, ich erlebe doch das. Und es ist da irgendwo in meinem Erleben, muss dieses Ich zu finden sein. Ich weiß zwar nicht, wo es ist und was es ist, ich suche halt weiter. Das ist die Ansichtsweise eines Weltlings. Und er hat da auch keine Möglichkeit, es ist keine Frage von ethischer Zurückhaltung, dass man sagt, nein, ab heute mache ich das nicht mehr, ich will jetzt ein guter Buddhist sein, ich will auch eine Eins in der Dhamma-Schule kriegen, ich habe jetzt keine Persönlichkeitsansicht mehr, ist nicht so. Und umgekehrt, in dem Moment, wo man Dhamma gesehen hat, wirklich für sich verwirklicht hat, also ab Stromeintritt und ein edler Schüler geworden ist, da sieht man das eben nicht mehr so. Und da muss man sich auch nicht mehr anstrengen, sondern das ist dann die Sicht geworden eines edlen Schülers. Jetzt kommt das Aber. Der Visakha war ja jetzt noch kein Arahant, der war ja ein Nichtwiederkehrer und der hat zwar schon längst durchschaut, also ich nehme an, dass das einfach aus dramatischen Gründen hier nochmal aufgeführt ist, weil er hätte diese Frage eigentlich nicht stellen müssen, wenn er ein Nichtwiederkehrer ist, dritte Stufe des Erwachens, aber er hatte noch das Gefühl, ich bin, er hatte noch Persönlichkeit und dann kommt, fragt er nämlich auch, Ehrwürdige, was wird vom Erhabenen Persönlichkeit genannt? Und dann sagt die Dhammadina, Freund Visakha, die fünf Daseinsgruppen, an denen angehaftet wird, werden vom Erhabenen Persönlichkeit genannt. Das heißt, die Daseinsgruppe der Form, an der angehaftet wird, die Daseinsgruppe des Gefühls, an der angehaftet wird, die Daseinsgruppe der Wahrnehmung, an der angehaftet wird, die Daseinsgruppe der Gestaltungen, an der angehaftet wird und die Daseinsgruppe des Bewusstseins, an der angehaftet wird. Diese fünf Daseinsgruppen, an denen angehaftet wird, werden vom Erhabenen Persönlichkeit genannt. Manchmal liest man in Büchern über Buddhismus, die Person, das sind die fünf Daseinsgruppen. Oder wenn es dann schon ein bisschen Richtung Praxis klingen soll, dann heißt es, es sind bloß die fünf Daseinsgruppen. Also da ist die Persönlichkeit, aber in Wirklichkeit sind es bloß die fünf Daseinsgruppen. Dann da liegt schon ein kleiner Fehler, also nicht ein kleiner Fehler, sondern ein gravierender Fehler drin, nämlich das heißt bloß die fünf Daseinsgruppen, ja was soll es denn sonst sein? Also die fünf Daseinsgruppen sind alles, was wir erleben. Und wenn ich sage, die Persönlichkeit ist das, was wir erleben, dann ist es genau falsch, weil die Persönlichkeit ist nicht das, was wir erleben, sondern die Persönlichkeit entsteht durch das Anhaften an dem Erleben. Und das kommt auch in der nächsten Frage, weil nämlich der Visakha dann fragt ja, was ist der Ursprung der Persönlichkeit? Was wird vom erhabenen Ursprung genannt? Dann sagt sie, das Begehren, das zum Wiederwerden führt, das von Ergötzen und Begierde begleitet ist, das sich an diesem und jenem ergötzt, das heißt Begehren nach Dasein, Begehren nach Sinnesintensität, Begehren nach Daseinsmöglichkeit, das ist Ursprung der Persönlichkeit. Und was ist denn das Aufhören von Persönlichkeit, sagt sie, ist das Verblassen und Aufhören ohne Überreste, das Aufgeben, Verzichten, Loslassen und Zurückweisen eben jenes Begehrens. Dies wird vom Erhabenen Aufhören der Persönlichkeit genannt. Und man spricht vom Weg zum Aufhören der Persönlichkeit. Was ist denn das? Und was kommt jetzt?
Michael? Ja, der achtfache Pfad ist der Weg zum Aufhören. Also die vier edlen Wahrheiten, die du vorhin aufgezählt hast, dieses Muster findet sich jetzt hier, nur dass nicht statt Leiden wird hier Persönlichkeit genannt. Aber nachdem die Definition, wie die Elke sagte, von Leiden sind die fünf Daseinsgruppen, ist Persönlichkeit und Leiden genau dasselbe. Also Leiden entsteht dadurch, dass ich anhafte an den fünf Daseinsgruppen und sage, naja, das bin ich, oder irgendwo da drin bin ich enthalten. Auch wenn ich das nicht mehr so als Ansicht habe, aber irgendetwas nimmt auch der Visakha noch her, um sich selbst zu definieren. Manchmal wird gesagt, Form, die Daseinsgruppe der Form, das ist der Körper. Es ist natürlich richtig, dass das Erleben von Körper ausgelöst wird durch Form, die den Körper ausmacht. Aber es auf den Körper zu begrenzen, wäre natürlich zu kurz gefasst. Selbstverständlich ist es pragmatisch gut zu sagen, der Körper ist ein Hauptobjekt meiner Anhaftung. Und der Buddha hat ja auch selber gesagt, es gibt die Zweiheit von innerem, vom Körper und äußere Name und Form. Also innere Name und Form ist der Körper und äußere Name und Form. Weil nämlich uns erscheint es ja so, ich bin immer hier irgendwo, Körper, und da draußen ist die Welt. Aber zum Beispiel der Helmut Hecker hat es mal sehr treffend gesagt, wenn der Körper Form wäre, dann müsste man noch einen sechsten Kanda, eine sechste Daseinsgruppe für die Sachen da draußen erfinden. Also Form ist alle Form, die wir erleben. Wenn ich so unmittelbar sage, das bin ich, ja, dann ist das immer der Körper. Aber wenn ich sage, ich identifiziere mich mit, sagen wir mal, den Zimmersteinen oder den Bäumen da draußen, dann würde natürlich keiner sagen, das bin ich da draußen, der Stein. Aber die Anhaftung kommt daher, dass ich der Erleber bin. Das ist meine Welt, die gehört mir. Ich bin der Mittelpunkt dieser Welt. Also das ist die Anhaftung an Form da draußen. Gut, ich bin also ein Körper, wenn ich sage, Form ist Körper. Und da drin wohnen dann Gefühl und Wahrnehmung und Gestaltungen. Und mein Bewusstsein hockt da draußen und schaut auf die Welt hinaus. Aber wenn ich Form richtig verstehe, kann ich trotzdem noch den gleichen Fehler machen. Kann ich sagen, naja, ist ja schön und gut. Also die ganze Welt, mein ganzes Erleben, mein ganzes Dasein, das sind die fünf Gruppen, da hafte ich an. Aber wer haftet denn da dran an? Wo ist denn dieses Anhaften? Wo steckt denn das? Und wenn wir jetzt den Fehler machen würden, zu sagen, naja, das Anhaften schwebt da irgendwo und greift sich dann die Welt, dann hätten wir wieder einen Platz außerhalb reserviert. Dann hätten wir wieder einen Platz reserviert für das Ich, wo es ungestört sein darf, als so wie wir es hier erleben, als ewig, als unabhängig, als beglückend, als Chef in Kontrolle von all diesen Dingen. Und so fragt auch der Visakha, ist jenes Anhaften dasselbe wie diese fünf Daseinsgruppen, an denen angehaftet wird, oder ist das Anhaften getrennt von den fünf Daseinsgruppen angehaftet wird? Also es ist praktisch eine Frage, wo ist denn das? Wer haftet denn da an? Dann sagt sie, jenes Anhaften ist weder dasselbe wie diese fünf Daseinsgruppen, an denen angehaftet wird, noch ist das Anhaften getrennt von den fünf Daseinsgruppen, an denen angehaftet wird. Es sind die Begierde und die Gier in den fünf Daseinsgruppen, an denen angehaftet wird, welches genanntes Anhaften ist. Also es ist innerhalb dieser ganzen Masse, an denen wir anhaften, steckt das Anhaften selber drin. Das heißt, es gibt keinen Platz außerhalb. Und ein Leser von dem eingangs zitierten Werk über Dhamma hat dem ehrwürdigen Jnanavira damals einen Brief geschrieben, der nämlich auch das gleiche Problem hatte. Ist ja wunderbar, da ist Anhaften, aber wer und wo bin ich dann in dem ganzen Spiel? Und der ehrwürdige Jnanavira antwortet ihm dann, Sie zitieren die Passage aus Dhamma über den schattigen Baum und das in Klammern setzen und dann sagen Sie, Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltungen, Bewusstsein sind in mir. Form ist in dem Baum. Oder ist Form auch in mir? Das ist eine gedankliche Verwirrung, die davon herrührt, dass nicht das Erlebnis als Grundeinheit hergenommen wird. Wenn es kein Erlebnis gäbe, gäbe es keinen Baum und kein Ich. Folglich hat das Erlebnis Priorität über Baum und Ich. In dem Sinne, dass der Baum und Ich vom Auftreten des Erlebnisses abhängen.
Deshalb ist es eine Verwirrung, die Situation umzudrehen und zu fragen, welcher Teil des Erlebnisses ist in mir und welcher Teil ist in dem Baum? Es lässt sich lediglich sagen, da ist Erleben eines schattigen Baumes. Und dieses Erlebnis kann in die 5 Daseinsgruppen, an denen angehaftet wird, analysiert werden. Man kann sagen, Gefühl, Form, Wahrnehmung, Gestaltung und Bewusstsein und auch der Baum und auch ich sind in dem Erlebnis. Oder genauer, sie konstituieren das Erlebnis. Aber man kann nicht fragen, wo das Erlebnis ist. Der gleiche Autor hat auch mal gesagt, dass diese Anhaftung ist wie ein Parasit auf dem Erleben, auf den 5 Khandhas. Und dieser Parasit macht das Gefühl, dass ich da irgendwo in diesem Erleben als Besitzer dieses Erlebens, dieser 5 Khandhas enthalten bin. Der Arahant hat nur noch die 5 Khandhas ohne diese Anhaftung. Er hat diesen Parasiten nicht mehr. Normalerweise haben wir immer die Vorstellung, ich existiere immer. Also so fühlt es sich ja an. Und wenn es keinen schattigen Baum zum Erleben gäbe und keine Steine da draußen und keine anderen Leute oder gar nichts, dann würde ich trotzdem noch existieren. Ich würde mir dann halt was suchen, was ich erleben könnte. Am besten irgendwas, was nett und angenehm ist. Aber der Buddha sagt eben, es ist genau umgekehrt. Dass genau dieses Erleben, in dem die Anhaftung enthalten ist, auch dieses Gefühl macht, dass ich irgendwo in diesem Erlebnis enthalten bin als Mittelpunkt meiner Welt. Das ist natürlich etwas, was wir nicht per Knopfdruck verwirklichen können, aber wenn wir das so verstanden haben und kontemplativ in unserem meditativen Erleben betrachten, dann reduziert es zumindest schon mal diesen Drive, dieses Verlangen, irgendwo ein Ich suchen zu müssen. So, das Fazit dieses ersten Teils der Lehre, der ist, um die Natur der Dinge zu verstehen, müssen wir vom schattigen Baum zur Natur, zu diesen Daseinsgruppen gehen, um etwas Allgemeines aussagen zu können über unsere Welt und wie wir zu dieser Welt stehen. Sozusagen die 5 Daseinsgruppen sind das Gegenstück zu diesen 10.000 Dingen. Sie sind nicht das Gegenteil. Sie sind insofern ein Gegenteil, weil sie sich auf einer höheren Ebene befinden. Sie sind sozusagen die Grundbedingungen. Weil es Form gibt, kann es Bäume und Steine und Leute geben. Von daher, aber diese Form ist potenziell alles Mögliche. Es ist nicht dieser spezielle Baum. Wir brauchen den Baum, um das Prinzip zu verstehen. Wir brauchen irgendein Beispiel. Eins brauchen wir. Aber dieses Prinzip ist nicht die 10.000 Dinge. Von daher ist es schon was anderes. Aber es ist nicht das Gegenteil. Es ist ein Gegenstück, eine Wiederholung auf einer höheren Ebene. Das zweite Fazit ist, dass wir zwar vorhin am Anfang gesagt haben, die 4 edlen Wahrheiten ist so die Einstiegsdroge, das ist so das Einstiegstor zur Lehre, aber es ist kein Kinderkram. Wenn das Dhamma ein Hologramm ist, wie ein Edelstein, der viele Facetten hat und wir ihn an verschiedenen Seiten betrachten können, und wenn alle Bestandteile immer die gleiche Wahrheit enthalten müssen, dann gibt es keine Einteilung in Anfängerlehren und fortgeschrittenen Lehren. Also all diese verschiedenen Dinge, die der Buddha gelehrt hat, hat er deswegen gelehrt, weil es unterschiedliche Persönlichkeiten gibt. Dem einen liegt es mehr, die Sinne zu analysieren, der andere kann mit den 5 Khandhas was anfangen. Wieder ein anderer sagt, ich will die 37 beflügelnden Dinge praktizieren, je nachdem auch wie weit wir es schon verstehen. Aber die 4 edlen Wahrheiten durchdringen alles. Ich habe mal in einem Buch von einem Lehrer einer anderen buddhistischen Tradition gelesen, 4 edlen Wahrheiten, das ist Anfängerkram, das ist Hinayana, dann kommt Paticca-Samuppada, das ist fortgeschrittene Stufe, und dann kommt Leerheit, das ist die höchste Stufe. Das ist völliger Unsinn. Das lässt sich nicht voneinander trennen. Und der ehrwürdige Sariputta hat in einer Lehre hier gesagt, die 4 edlen Wahrheiten sind wie eine Elefantenspur. So wie in der Elefantenspur alle anderen Tierspuren Platz finden, weil sie die größte ist, sind alle Lehren, alle Dhammas in den 4 edlen Wahrheiten enthalten. Ehrwürdige, was ist der edle achtfache Pfad? Sagt sie, richtige Ansicht, richtige Absicht, richtige Rede, richtiges Handeln, richtige Lebensweise, richtige Anstrengung, richtige Achtsamkeit und richtige Konzentration. Ehrwürdige, ist der edle achtfache Pfad gestaltet oder ungestaltet? Der edle achtfache Pfad ist gestaltet. Das heißt,
Der edle achtfache Pfad ist noch von Bedingungen abhängig. Ein Zitat von Lumpumang hierzu. Die vier Wahrheiten, nämlich Leiden, der Ursprung, das Aufhören und der Weg, sind noch ein Prozess oder eine Aktivität, weil sie jeweils mit Aspekten verbunden sind, die man tun muss. Leiden ist zu durchschauen, der Ursprung ist zu überwinden, das Aufhören ist zu offenbaren, der Weg ist zu üben. All dies sind ausschließlich Aspekte, die man tun muss. Wenn man sie tun muss, muss es sich um Aktivität handeln. Daraus schließen wir, dass alle vier Wahrheiten eine Aktivität sind, und das stimmt mit dem Anfang der eingangs zitierten Versfüße überein, Satchanang Chaturopada, die bedeuten, die vier Wahrheiten sind die Füße oder Schritte, um nach oben zu steigen, oder der Aufstieg in vier Etappen, bis die Pflicht erfüllt ist und ab dann folglich Nichtaktivität genannt wird. Da komme ich nachher nochmal auf diesen Punkt zurück. Ehrwürdige, sind die drei Übungsfelder im edlen achtfachen Pfad enthalten oder umgekehrt? Normalerweise denken wir, naja, diese acht Schritte lassen sich in drei Teile einteilen. Sila, Samadhi, Panya, oder erst Weisheit, dann Ethik und dann Samadhi. Aber sie sagt genau umgekehrt. Die drei Übungsfelder sind nicht im edlen achtfachen Pfad enthalten, sondern der edle achtfache Pfad ist in den drei Übungsfeldern enthalten. Das verstehe ich so, dass es sie damit meint, dass es auch Ethik, Weisheit und Samadhi geben kann, die eben nicht dem achtfachen Pfad entsprechen. Ehrwürdige, was ist Konzentration? Was ist die Basis der Konzentration? Also das Wort ist Nimitta. Sind die Nimittas der Konzentration? Was ist das Rüstzeug der Konzentration und die Entfaltung der Konzentration oder Sammlung? Die Einspitzigkeit des Herzens, Freund Visakha, ist Konzentration. Die vier Grundlagen der Achtsamkeit sind die Nimittas der Konzentration. Die vier richtigen Anstrengungen sind das Rüstzeug der Konzentration. Die Wiederholung, Entwicklung und Übung eben dieser Fähigkeiten ist dabei die Entwicklung der Konzentration. Ja, ist nicht viel dazu zu sagen. Vielleicht kein Samadhi ohne Sati, ohne Achtsamkeit gibt es kein Samadhi, wenn die vier Grundlagen der Achtsamkeit das sind, was wir hernehmen, um uns darauf zu sammeln. Ehrwürdige, wie viele Gestaltungen gibt es? Sagt sie, es gibt drei. Die Gestaltung des Körpers, die Gestaltung der Sprache und die Gestaltung des Herzens. Was ist die Gestaltung des Körpers, der Sprache des Herzens? Sagt sie, Ein- und Ausatmen ist die Gestaltung des Körpers. Gedanken fassen und diskursives Denken sind die Gestaltung der Sprache. Wahrnehmung und Gefühl sind die Gestaltung des Herzens. Und sie begründet es dann noch, warum das so ist. Das kann ich mal auslassen, könnt ihr selber nachlesen dann. Aber was an der Stelle bemerkenswert ist, ist, dass es sich nicht um Aktivitäten handelt, sondern Gestaltung bezieht sich auf Körpersprache, Geist als etwas Passives. Das, was den Körper gestaltet, was die Sprache und den Geist gestaltet. Ein- und Ausatmen, gut, könnte man auch sagen, ist körperliche Handlung, aber ja, passt nicht so richtig, ne? Weil Handlung ist ja was, wo man sagt, ich entscheide mich heilsam oder unheilsam, das trifft ja auf Atem nicht zu. Aber man kann sagen, Atem gestaltet den Körper. Ohne Atem bin ich tot. Und bei den anderen wird es dann auch deutlicher. Denken kommt vor vom Reden. Das Denken ist das, was die Sprache gestaltet. Es sei denn, man sagt, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Also dann käme das Sprechen vorm Denken. Und Gefühl und Wahrnehmung ist das, was unseren Geisteszustand konditioniert. Das ist keine Handlung des Geistes. Warum ist das wichtig? Das ist für diejenigen wichtig, die mit den eingangs erwähnten Gelehrten schon konfrontiert worden sind, die eben eine Theorie entwickelt haben, wo die zweite edle Wahrheit, bedingte Entstehung, als ein zeitlicher Prozess dargestellt wird, wo Handlung eine Rolle spielt. Aber die vier edlen Wahrheiten sind etwas, hat nichts mit Handlung zu tun. Also wir können nicht sagen, heute entscheide ich mich, keinen Leidensursprung hochzubringen und dann nicht zu leiden, sondern wir können uns nur allmählich dahin entwickeln, durch Sehen, durch Verstehen und diese Aktivitäten, die Lumpumang genannt hat, Leiden durchdringen, den Ursprung überwinden, das Aufhören verwirklichen und den Pfad praktizieren, uns dahin bewegen, dass wir eben das Leiden loslassen können. Jetzt kommt dann eine Passage, die etwas über meinen Praxishorizont hinausgeht. Deswegen
will ich es jetzt nur kurz zusammengefasst vorlesen und nicht viel dazu sagen. Da fragt der Visakha sie, wie das Aufhören von Wahrnehmung und Gefühl zustande kommt und was dann der Reihe nach aufhört. Und sie sagt, erst hört die Gestaltung der Sprache auf, dann die Gestaltung des Körpers, dann die Gestaltung des Herzens. Also die Gestaltung der Sprache, des Denken hört in der ersten oder spätestens in der zweiten Vertiefung auf. Die Atmung hört in der vierten Vertiefung auf und das Aufhören, Wahrnehmung und Gefühl hört eben auf, wenn ich in diesen Erreichenszustand eintrete, der jenseits der Jhanas noch liegt. Was wir davon rausziehen können, ist, dass wir vielleicht unsere eigene Sammlungspraxis einschätzen können. Also wenn ich noch feststelle, dass ich irgendwie Gedanken habe, aha, jetzt bin ich in der zweiten Vertiefung, dann kann ich anhand dieser Aussage zumindest sagen, nee, kann nicht sein. Oder wenn ich der Meinung bin, dass ich noch atme und in der vierten Vertiefung bin, kann auch nicht sein. Für den Visakha war das eher relevant, weil er eben wahrscheinlich schon die Jhanas beherrscht hat, aber eben dieses Aufhören von Wahrnehmung und Gefühl noch nicht. Etwas, was nur Arahants zugänglich ist, beziehungsweise wenn er es erlangt hätte, wäre in dem Moment ein Arahant gewesen. Denn die Jhanas sind ja ein immer höher steigen von einem Gegenstück zum anderen Gegenstück, jeweils das vorhergehende Erleben von oben betrachtend. Das, woran man anhaften kann, was man zu seiner Welt machen kann, wird immer subtiler, wird immer weniger, am Schluss ist fast gar nichts mehr da. Und dann beim Aufhören von Wahrnehmung und Gefühl, diesem meditativen Zustand, ist dann nichts mehr da, an dem man anhaften kann. Und bei dem Wiederaustreten, so steht es zumindest in den Suttas drin, ist man dann mit der Praxis fertig. Ja, also wie gesagt, das ist über meinem Horizont, deswegen will ich da nicht viel dazu kommentieren und mir irgendwas aus den Fingern lutschen. Ganz nett finde ich noch, was passiert, wenn man da wieder rauskommt. Dann kommen also diese Gestaltungen mit der umgekehrten Reihenfolge wieder her. Und dann berühren einen drei Arten von Kontakt. Leerheit Kontakt, merkmalloser Kontakt und wunschloser Kontakt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das so ist, wenn man da aus so einem Zustand rauskommt und ist dann von den Trieben befreit, von Unwissenheit befreit, dass man dann keine Wünsche mehr hat, dass das ja ganz nett ist. Und wo neigt man sich dann hin? Dann richtet sich das Herz auf die Abgeschiedenheit. Man neigt zur Abgeschiedenheit und strebt nach Abgeschiedenheit. Jawohl. Jetzt kommt wieder etwas, womit wir mehr anfangen können als Leute, die vielleicht noch nicht so weit sind wie der Freund Visakha. Wie viele Arten von Gefühl gibt es? Klar, das ist jetzt mehr so eine, das wusste der auch schon, er fragt halt, damit das jetzt hier drin stehen kann. Angenehmes, schmerzhaftes und weder schmerzhaftes noch angenehmes Gefühl oder neutrales Gefühl. Und dann fragt er ihn ja, wie definiert man das? Dann sagt sie, was immer körperlich oder geistig angenehm und erfreulich empfunden wird, ist angenehm. Was schmerzhaft und unerfreulich empfunden wird, ist schmerzhaft. Und eben weder noch ist dann weder, ist das neutrale Gefühl. Und dann fragt er, ja, was ist denn da dran angenehm und was ist schmerzhaft in Bezug auf angenehmes Gefühl und schmerzhaftes und neutrales Gefühl? Dann sagt sie, angenehmes Gefühl ist angenehm, wenn es anhält und schmerzhaft, wenn es sich verändert. Schmerzhaftes Gefühl ist schmerzhaft, wenn es anhält und angenehm, wenn es sich verändert. Neutrales Gefühl ist angenehm, wenn man weiß und schmerzhaft, wenn man nicht weiß. Ich habe jetzt bei meiner Übersetzung in Klammer, wenn man davon weiß, reingeschrieben, aber das steht in Klammern. Ich bin mir nicht sicher, ob das so korrekt ist. Vielleicht geht es um etwas anderes, noch umfassenderes zu wissen. Aber was ich jetzt aus meinem Erleben in den letzten Wochen bestätigen kann, es ist sehr angenehm, wenn Schmerz nachlässt. Also kurz nach meinem Unfall hatte ich Schmerzen, dass ich kaum atmen konnte und einen Tag später ging es schon wieder. Inzwischen kann ich sogar wieder lachen, ohne dass es weh tut. Das ist sehr angenehm. Welche Neigung liegt dem angenehmen Gefühl, dem schmerzhaften und dem neutralen Gefühl? Freund Visakha, die Neigung zur Begierde liegt dem angenehmen Gefühl zugrunde, dem schmerzhaften liegt die Neigung zur Abneigung zugrunde und die Neigung zur Unwissenheit liegt dem neutralen Gefühl zugrunde. Jetzt dieses Wort zugrunde liegende Neigung, Anusaya, das ist etwas, ja, ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Also ich habe da auch lange drüber nachgedacht. Es wird
unterschiedlich übersetzt. Im Englischen Underlying Tendencies, sagen sie immer recht gern. Da klingt so ein bisschen nach Sigmund Freud. Also da habe ich so ein bisschen Probleme damit. Also irgendwie etwas, was so unbewusst ist und was dann so hochblubbert. Also solche Arten von Dhamma-Verständnis sind mir etwas suspekt. Das Wort Anusaya, das bedeutet wörtlich, Anu heißt entlang oder hinterher oder folgen und Saya heißt liegen. Ja, entlang liegen oder hinterher liegen oder Niederlage. Helmut Hecker hat, glaube ich, Anliegen. Anliegen ist halt ein bisschen, halt schon hat einen anderen Inhalt, also von daher ein bisschen missverständlich. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was Negatives. Es ist etwas, ein Misserfolg sozusagen. Eine Art und Weise, wie wir auf Schmerz reagieren mit Abneigung. Das ist sowas Versklavtes, etwas Sklavisches, was da drin steht. Oder was Schönes wollen wir haben, Begierde. Das ist für uns ein wichtiger Hinweis darauf, dass da ein Programm abläuft. Wir haben da nicht die Wahl, weil manchmal wird diese Interpretation von der bedingten Entstehung als ein zeitlicher Ablauf, wird ja oft so gesagt, dass da, also von Gefühl als nächstes kommt Begehren, dass wir dann mit viel Achtsamkeit dann da einen Keil dazwischen hauen können, weil diese Neigungen sind ja sozusagen die Erscheinungsformen des Begehrens. Mit Achtsamkeit können wir vermeiden, dass wir auf Schmerz mit Abneigung reagieren. Das ist falsch. Wenn wir etwas Unangenehmes erleben, haben wir automatisch eine Abneigung dagegen. Wenn wir etwas Angenehmes erleben, haben wir automatisch Begierde danach. Wir wollen, dass das so bleibt. Wir haben natürlich eine Chance, mit viel Achtsamkeit dazwischen zu hauen und dann nicht irgendwie blöd zu reagieren. Also, dass ich sage, ah, jetzt habe ich hier Schmerzen in meinem Bein und ach, ich schlage mir die Brust und raufe mir die Haare und also oder schrei andere Leute an. Na, also halt die, wie wir halt reagieren können auf Angenehmes oder nimm mir meinen Schokoladenpudding nicht weg und also na, sowas, da kann ich natürlich mit Achtsamkeit dazwischen, einen Keil dazwischen schlagen. Aber was ich nicht kann, ist zwischen Gefühl und diesen Neigungen per willentlichen Beschluss zu sagen, nein, das geht nicht. Aber was kann ich dann tun? Und das kommt in der Frage des Visakha, der fragt, ja, ist das dann immer so? Gibt es da keine Ausnahmen? Und da sagt sie, doch, es gibt Ausnahmen. Nämlich völlig abgeschieden von Sinnesvergnügen, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen, tritt einer in die erste Vertiefung ein, die von anfänglicher und anhaltender Ausrichtung des Geistes begleitet ist, verweilt darin mit Verzückung und Glückseligkeit, die aus der Abgeschiedenheit entstanden sind. Damit verlässt er die Begierde, dem liegt keine Neigung zur Begierde zugrunde. Das heißt, das Glück, was ich in der meditativen Vertiefung habe, durch Samadhi erlange, löst nicht dieses Programm aus. Warum nicht? Ja, das ist ein Glück, was auf einer höheren Ebene liegt. Das ist ein Gegenstück zu dem normalen Sinnesglück. Das ist ein Glück, was daherkommt, dass ich eben loslasse, dass ich dieses Programm schon mal ein bisschen zur Ruhe gebracht habe durch meine Sammlung. Gibt es das auch für negatives, für schmerzhaftes Gefühl? Sagt sie, ja. Da erwägt ein Bhikkhu sagt sie folgendermaßen, wann werde ich jenes Gebiet betreten und darin verweilen, das die Edlen jetzt betreten, indem sie jetzt verweilen? In jemanden, der auf diese Weise Sehnsucht nach der höchsten Erlösung entwickelt, steigt Trauer bedingt durch jene Sehnsucht auf. Damit verlässt er die Abneigung, dem liegt keine Neigung zur Abneigung zugrunde. Also die so eine Standardbeschreibung von Sangvega, das ist das Gefühl der Dringlichkeit oder Ergriffenheit. Zum Beispiel, mein Gott, jetzt bin ich schon 55. Die Zeit vergeht wie im Flug. Es wird jetzt langsam Zeit, dass ich ein bisschen draufdrücke bei der Praxis. Das ist ein Ausdruck von Sangvega, Gefühl der Dringlichkeit. Nicht zu verwechseln mit Abneigung im Sinne von, ach, mein Chef hat mich genervt und meine Freundin geht mir auf die Nerven und jetzt habe ich den Film gesehen über die Mönche in Muttodaya und die schauen immer so glücklich und da will ich hin und will die Welt hinter mir lassen. Also wir kriegen jede Woche solche Mails. Das ist nicht Sangvega, das ist nicht das Gefühl der Dringlichkeit, sondern einfach Frustration. Das ist nicht damit gemeint. Ja, Dringlichkeit ist natürlich auch etwas, was nicht auf dem normalen
Sinneserleben beruht, sondern das ist ja auch ein, das ist nicht so ganz kongruent mit den anderen beiden Beispielen, aber es ist ja etwas an sich in Beziehung setzen mit dem Loslassen, mit der Erlösung, mit dem nichts mehr zu tun haben wollen, mit dieser Anhaftung an dem Spielchen hin und her haben wollen, nicht haben, Glück und Unglück. Aber es ist schon wichtig, dass man sich den Unterschied klar macht zu der Abneigung, zu der Frustration, zu dem Überdruss mit unserem Alltag oder sowas. Ach, ich will nicht wiedergeboren werden. Ja, das sagt sich so leicht, wenn man irgendwie, was weiß ich, Zahnschmerzen hat oder ein Bein oder so. Ne? Aber in Wirklichkeit will man es ja noch. Aber bloß diese Situation will ich jetzt halt gerade nicht haben. Also Sangvega, dieses Gefühl der Dringlichkeit, ist etwas anderes, was auch ein Gegenstück ist, auf einer höheren Ebene sich bereits befindet. Gut, da tritt der Bhikkhu in die vierte Vertiefung ein, die aufgrund von Gleichmut weder Schmerzhaftes noch Angenehmes und Reinheit der Achtsamkeit in sich hat und verweilt darin. Damit verlässt er die Unwissenheit und dem liegt keine Neigung zur Unwissenheit zugrunde. Also das neutrale Gefühl der vierten Vertiefung ist auch etwas, was dieses Programm nicht auslöst. Jetzt eine kleine Zwischenfrage. Der Visakha, der war ja jetzt schon Anagami, aber er war sich offenbar nicht zu schade, solche Dhammaschul-Kategorien zu lernen oder von seiner Frau zu erfragen. Hat jemand mitgezählt, jemand aufgepasst, was bisher dran war? Also wir hatten am Anfang die fünf Khandas, wir hatten den edlen achtfachen Pfad, wir hatten die dreifache Schulung, noch was? Die vier Grundlagen der Achtsamkeit sind das Rüstzeug, die Basis der Konzentration, die vier richtigen Anstrengungen, die drei Gestaltungen, die drei Arten von Gefühl. Wollte jetzt nur mal, das sollte jetzt eine kleine Motivation sein, da doch mal in die Bücher reinzugucken und sich sowas mal ein bisschen zu verinnerlichen. So, jetzt kommen wir zum Finale. Jetzt kommt nämlich die Reihe der Gegenstücke. Und das ist etwas, wo ich wirklich seit Jahren dran kaue und darüber reflektiere und kontempliere und noch nicht fertig bin damit, klar. Also Gegenstück ist immer etwas, was auf einer höheren Ebene eine Ergänzung sozusagen darstellt. Was ist das Gegenstück zu angenehmem Gefühl? Sagt sie, schmerzhaftes Gefühl. Was ist das Gegenstück zum schmerzhaften Gefühl? Sagt sie, angenehmes Gefühl. Ja, da könnte man sagen, na gut, das ist das Gegenteil. Aua ist das Gegenteil von was Angenehmen. Aber wir haben ja gesagt, Gegenstück soll bedeuten auf einer höheren Ebene. Und dass das so ist, kommt nämlich in der folgenden Reihe. Da kommt die Reihe neutrales Gefühl. Das Gegenstück dazu ist Unwissenheit. Das Gegenstück zur Unwissenheit ist wahres Wissen. Das Gegenstück zu wahrem Wissen ist Befreiung. Das Gegenstück zur Befreiung ist Nibbana. Und da kann man nur nicht mehr sagen, dass es das Gegenteil ist. Weil wieso ist Unwissenheit das Gegenteil von neutralem Gefühl? Ist nicht so. Wieso ist Befreiung das Gegenteil von wahrem Wissen? Also da würde das Verständnis, dass es sich ums Gegenteil handelt, also etwas Gegensätzliches auf der gleichen Ebene, gar nicht mehr funktionieren. Und außerdem wäre es dann nicht würdig, in eine Lehrredeangang zu finden. Und ein Nichtwiederkehrer hätte bestimmt auch nicht die Frage, was ist das Gegenteil von schmerzhaftem Gefühl? Das weiß jeder. Das Gegenteil von Schmerzen ist ein angenehmes Gefühl. Aber nein, wieso ist da diese Gegenstück auf höherer Ebene, Verallgemeinerung vom Baum zu den Khandas, dieses Zurücktreten, wie findet es statt? Was ist der Hintergrund? Was ist seine Leerheit, seine Bedingung, seine Transzendenz oder was könnte man sagen? Was ist Schmerz, was ist angenehmes Gefühl in Wahrheit? Also diese Art von Fragen stellt der Visakha, um das mal ein bisschen klar zu machen. Und das ist etwas, ja, da kann man wirklich aus dieser halbe Seite, kann man ganz schön lang drüber nachdenken. Angenehmes Gefühl, das ist die allerspeziellste Form von Erleben. Und das ist in Wahrheit, ist ein Sonderfall, ist etwas sehr Zerbrechliches, wo wir uns ständig abstrampeln müssen. Also in Wahrheit ist es eigentlich Leiden. Und es gibt ja auch eine Lehrrede, die sagt, alles was zu fühlen ist, ist leidhaft. Weil wir uns ständig abstrampeln müssen, es zu bewahren, zu beschützen, wenn es mal angenehm ist. Ja, aber was ist dann das Gegenstück zu schmerzhaften Gefühl, ist dann angenehmes Gefühl? Wie könnte man das verstehen?
Also ich will hier keine fertigen Antworten anbieten, das habe ich ja schon gesagt, aber zum Beispiel könnte man sagen, wenn ich dieses ganze Wechselspiel von Schmerz vermeiden wollen und Angenehmes haben wollen durchschaut habe, ist es angenehm. Zum Beispiel in einer Lehrrede in der gruppierten Sammlung heißt es ja auch, dass die fünf Khandas für den, der nicht mehr dran anhaftet, eine Quelle des Glücks sind. Lungpo Man hat in seinem Khanda Vimut gesagt, dieser Körper ist für den, der nicht mehr dran anhaftet, eine Grotte, eine Höhle des Glücks. Dieser Körper, diese Eiterbeule, die ist auch beim Arahant noch eine Eiterbeule, aber dann stört's halt nicht mehr, ist nicht mehr sein Problem. Man könnte auch sagen, das Übersteigen von diesem Hin und Her Glück und Leid in der Vertiefung, im Jhana, wo ich einfach aussteige aus diesem, was die Sinne an ständigen Hin und Her schwanken uns bieten. Wenn ich davon aussteige, genau das ist Glück. Jetzt wird's schwierig. Wieso ist Unwissenheit das Gegenstück zum weder schmerzhaften noch angenehmen Gefühl? Weil vorhin einmal gesagt, in der vierten Vertiefung, wo nur neutrales Gefühl herrscht, da ist keine Neigung mehr zur Unwissenheit da. Das ist eine gute Frage. Tankantiko ist gestern zu mir gekommen mit dem Buch in der Hand und da haben wir darüber gesprochen, weil es tatsächlich etwas zum Nachdenken anregt. In der vierten Vertiefung, gut, dieses neutrale Gefühl, da ist keine Neigung zur Unwissenheit da. Da wird nichts Neues erzeugt. Da wird in Bezug auf dieses Erleben keine Unwissenheit, weil es ein Zustand höchster Achtsamkeit ist natürlich. Aber wenn wir uns anschauen, was in den Suttas vereinzelt steht und auch bei den Gruba Ajans, dass dieser Geist, der so machtvoll ist, dass er bereits die Hindernisse weit hinter sich gelassen hat, so machtvoll ist, dass er selbst an dem Glück der Vertiefungen nicht mehr anhaftet und drüber hinausgegangen ist in die vierte Vertiefung, der so machtvoll ist und so achtsam ist, dass er alles, was an Kilesas auftaucht, sofort vernichten kann, aber immer noch diese Anhaftung drin hat, es sind ja auch in den Vertiefungen hat man ja die Khandas, immer noch diesen Parasiten hat, ohne diesen ganzen Kleinkramschmutz drumherum. Diese, Lungta Mahabhu hat gesagt, das ist die Unwissenheit pur in Reinkultur. Der Geist, der so machtvoll ist, so leuchtend ist, das ist die Unwissenheit in Reinkultur, wo je ein stiller Punkt sich findet, ein Mittelpunkt, in dem der Weiß sich Dasein stets an Dasein bindet, der Keim wächst im Geburtenkreis. Das heißt, in dem Moment ist zwar kein grober Schmutz da, keine groben Kilesas, aber es ist der Keim, der immer noch dieses Ich in der Welt, auch wenn es eine sehr subtile, eine sehr reine Welt ist, aber es ist immer noch dieses Ich da, was dann der Keim ist, dass wieder dieser ganze Schmodder anschließend wieder auf uns zukommt. Also so verstehe ich, warum Unwissenheit das Gegenstück ist zu weder schmerzhaften noch angenehmen Gefühl. Dieses Spielchen zu durchschauen von höherer Warte ist dann natürlich wahres Wissen. Das ist das Gegenstück zur Unwissenheit. Die Jhana-Faktoren, dieses Beglückende als Stachel, als Geschwür zu sehen, das ist die höhere Übung. Also das ist für mich, wie soll ich sagen, schon fast ein Hohn. Ne? Wir alle ringen darum, dass wir endlich mal ein bisschen Ruhe in der Meditation haben und endlich mal uns ein bisschen gut geht und der Rücken nicht so weh tut und die Knie so, nicht so weh tun. Und dann zu sagen, okay, all das ist ein Stachel, ein Geschwür. Und das dann zu übersteigen. Entweder in die nächst höhere meditative Ebene oder eben zu sehen, alles dies ist noch gestaltet, es ist vergänglich. Dies ist die Natur des Geistes, der noch anhaftet. Und es dann durch Weisheit zu überwinden. Die Vertiefungen sind notwendig, um diesen Blick von außen überhaupt erstmal zu bekommen. Denn sonst sind wir wieder Meeresfisch im Wasser, der nichts anderes kennt. Wir brauchen, je mehr, desto besser, diesen Blick von außen auf dieses ganze Spielchen, um das Prinzip zu verstehen. Ich habe mal 1990 in Bodh Gaya einen jungen Brahmanen kennengelernt, der auch meditiert hat. Und für den war das Ziel seiner Praxis, also der hat Shiva visualisiert und hat Shiva, 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 statt Buddha, Buddha, Buddha hat er Shiva, Shiva, Shiva gemacht und hat gesagt, okay, wenn ich in Samadhi gehe und mich mit meinem Meditationsobjekt vereine, das war ja sein Gott, das war ja die sozusagen die Weltseele oder das Unvergängliche,
das, was er selber immer gesucht hat, in sich nicht gefunden hat, als eine Gottheit außen projiziert, Shiva eben, und die Vereinigung damit, das war für ihn das Ziel. Und das kannst du genauso, dieses Ziel erreichen, dieses vermeintliche Ziel, indem du ein Gegenstück anstrebst, nur eben das Prinzip nicht verstanden hast. Dass diese Natur von Shiva auch vergänglich, auch leidhaft ist, auch nicht selbst ist. Sozusagen den Blick von außen vergeudet. Das ist der Grund, warum wir uns mit der Buddha-Lehre beschäftigen, warum wir in so einer glücklichen Lage sind, dass wir diese Lehre noch haben. Denn der stille Geist ist etwas sehr Beseligendes. Es ist das Gegenstück zu unserem Sinneserleben. Und wenn wir keinen haben, der sagt, ja, und nun schau dir das mal an, diesen Übergang, schau dir mal an, wie relativ das Überwundene ist. Und das, was du jetzt hast, das ist noch genauso. Da ist noch kein Ziel erreicht, da ist noch kein sicherer Hafen erreicht. Erkannte Unwissenheit löst sich automatisch auf. In dem Moment, wo wahres Wissen da ist, habe ich mit dem Gegenstück das darunterliegende, die Unwissenheit, die Anhaftung an dem leuchtenden Geist überwunden, ausgelöscht. Dann kommt Befreiung, ist das Gegenstück von wahrem Wissen. Klar, also das erkannte, verwirklichte, die Funktion ausgeübt von dem wahren Wissen ist die Befreiung. Aber jetzt kommt, was ist das Gegenstück zur Befreiung? Sagt sie, Nibbana ist das Gegenstück zur Befreiung. Ehrwürdige, was ist das Gegenstück zu Nibbana? Freund Visakha, du hast diese Fragen zu weit getrieben. Du hast die Begrenztheit von Fragen nicht begriffen. Denn das heilige Leben, Freund Visakha, geht in Nibbana auf, gipfelt in Nibbana, endet in Nibbana. Wenn du es wünschst, Freund Visakha, gehe zum Erhabenen und befrage ihn in dieser Angelegenheit. So wie der Erhabene es dir erklärt, so solltest du es dir merken. Hat er dann auch gemacht und der Buddha hat gesagt, genau so ist es. Warum ist Nibbana das Gegenstück zur Befreiung? Aber er selber hat es kein Gegenstück mehr. Nibbana ist das Unbedingte, also es kann keine höhere Ebene haben, die Nibbana bedingt. Gut, befriedigen wir uns vielleicht noch nicht so ganz. Warum ist dann Nibbana die Bedingung für Befreiung? Udana heißt, wenn es das Ungestaltete nicht gäbe, wäre eine Befreiung, ein Entkommen vom Gestalteten nicht möglich. Weil es Nibbana gibt, ist Befreiung möglich. Insofern ist Nibbana die Bedingung für Befreiung. Insofern ist es das Gegenstück zur Befreiung. Und warum hat Nibbana kein Gegenstück mehr? Bis dahin. Selbst der Visakha hat noch ein Gegenstück zu all seinem Erleben. Etwas, was scheinbar immer hinter all diesen Dingen schwebt. Nämlich ich als Mittelpunkt der Welt, der all dieses erlebt. Weil Nibbana, wenn Nibbana erreicht ist durch die Befreiung, Nibbana hat diesen Hintergrund nicht mehr. Lungta Mahabua hat ein sehr schönes Gleichnis gegeben. Er hat gesagt, das ist der achtfache Pfad bis hin zur Befreiung. Das ist die höchste Sprosse einer Leiter, die auf einen Dachboden geht. Gut, dann mache ich einen Schritt auf den Dachboden, kann ich die Leiter wegschubsen, brauche ich nicht mehr. Bis ich da hingekommen bin, bis zur Befreiung, das ist noch bedingt. Das war das, was Lumpu Mann auch gesagt hat. Da ist noch eine Aktivität da. Oder was Andamarina gesagt hat, der achtfache Pfad ist gestaltet, aber Nibbana ist nicht mehr gestaltet. Ich habe für mich selber ein etwas zeitgemäßeres Gleichnis, nämlich von einer Rakete, die einen Satelliten in eine Umlaufbahn bringt. Die Rakete ist der achtfache Pfad, die ist noch gestaltet, ist eine Bedingung. Die Umlaufbahn selber, die wird zwar irgendwann durch die Rakete erreicht, aber die Umlaufbahn selber hat sich selbst als Bedingung. Da gibt es keine weitere, keinen Hintergrund mehr, kein Gegenstück mehr dazu. Diese Gegenstücke, das immer ein Tor zur höheren Ebene. Bei Anapanasati, wir haben diese vier Abschnitte gehabt, diese vier Tetraden, wer sich den Vortrag mal wieder anhören möchte, da ist auch jeweils die höchste Stufe, das Gegenstück, der Schritt, das Tor zur nächst höheren Ebene. Wir haben manchmal gewisse Nimittas in der Sammlung, die vor Eintritt in Jhana eine bestimmte Qualität einnehmen, die man dann als Gegenstück Nimitta, als Patibhaga Nimitta bezeichnet. Und wir haben natürlich das Tor zur Befreiung, zur Nirvana. Interessant ist, bei allem, was ich jetzt von Lungpu Man gelesen habe, da hat das Wort
Ugahanimitta, Parikamanimitta, solche Sachen hat er verwendet. Aber wenn er von Patibhaga spricht, spricht er nur von Patibhaga, nicht von Patibhaganimitta, wie es zum Beispiel im Visuddhimagga heißt. Und warum? Weil er dieses Wort Patibhaga nicht nur auf den Eintritt in die Jhanas verstanden hat, sondern er hat ein viel umfassenderes Verständnis von Patibhaga gehabt. Und er hat auch immer gesagt, Patibhaga ist eine Sache von Weisheit, nicht von Sammlung. Das ist natürlich jetzt ein Stück weit Spekulation von mir, weil ich nicht weiß, was Lumpu Mang sich gedacht hat. Aber es fällt schon auf, dass er in seiner Terminologie. Das Fazit von dieser Lehre der M44 ist, das Dasein ist nicht ein Sammelsurium, sondern es sind Strukturen da. Der Philosoph Heidegger hat mal gesagt, die Welt ist eine organisierte Struktur von Dingen, die alle mich bedeuten. Er hat das schon ganz gut gesagt. Aus buddhistischer Sicht müsste man sagen, die Welt ist eine organisierte Struktur von Gestaltungen, die alle mich bedeuten. Denn was ist denn der Unterschied zwischen einem Ding und den Gestaltungen? An sich gesehen gar kein Unterschied. Diejenigen, die schon ein paar Mal bei dem Morgenchanting dabei waren, gut, ihr könnt kein Pali, wir sollten das wirklich mal übersetzen. Wir chanten Rupang Anicjang, Vedana Anicca und so weiter. Die fünf Kandas sind vergänglich. Und dann das Fazit. Alle Gestaltungen sind vergänglich. Sabbe Sankara Anicca. Und dann Rupang Anatta, Vedana Anatta und so weiter. Die fünf Kandas sind Anatta. Und dann das Fazit. Sabbe Dhamma Anatta. Alle Dinge sind nicht selbst. Das heißt, Dinge und Gestaltungen sind an sich betrachtet genau dasselbe, nämlich die fünf Kandas oder unser ganzes Erleben, also alles. Deswegen wird auch das oft nicht richtig verstanden, dass Sankaras die Dinge sind aus einem bestimmten Gesichtspunkt heraus. Wir haben in der Lehre von Paticca-Samuppada, das ist sozusagen die Langversion der zweiten Ebene Wahrheit, Sankaras kommen daher, weil wir Unwissenheit haben. Avicca-Paccaya-Sankara. Aufgrund von Unwissenheit, unser normaler Weltlingszustand, machen wir aus den Dingen Sankaras, die alle mich bedeuten. Die organisierte Struktur der Welt, die immer auf mich hindeutet. Ein Arahant, der keine Unwissenheit mehr hat, gibt es auch keine Sankaras, da gibt es nur noch Dinge. Bei dem ist auch nicht plötzlich, dass sich alles in Luft auflöst oder in weißes Rauschen oder sonst wie. Der hat genauso noch die ganze Welt um sich herum. Aber es sind nicht mehr die Dinge, die ihn bedeuten. Das ist der Unterschied. Also man könnte statt Gestaltungen, könnte man auch Bedingungen sagen. Aber ein Unterschied zu den Bedingungen ist, dass wir die Dinge auch als Bedingungen erkennen. Und dieser Unwissenheit. Wir denken, die Dinge um uns herum sind, so wie sie sind, real mich bedeutend. Wir nehmen sie für wahr, unsere Wahrnehmung. Wir geben ihnen eine Solidität als Spiegel von meinem ewigen Selbst. Die Dinge sind, wie sie sind, vergänglich. Aber unser Geist, unser unwissender, verblendeter Geist macht sie zu Gestaltungen. Und dann wird es zu einer Welt um mich herum, mit all ihren Problemen, mit all dem ganzen, diese ganze Masse von Leiden. Nun soll Lungpu Man das Schlusswort haben, weil das, was ich jetzt gerade zum Schluss gesagt habe, hat er noch wunderbar ausgedrückt. Die letzten Worte des Buddha. Wir sagen euch allen, seid nicht nachlässig, kontempliert die Gestaltungen, die kaum entstanden, schon verfallen. Wenn ihr so kontempliert, werdet ihr den Durchbruch schaffen. Der Erhabene verkündete nur so viel und schloss den Mund. Danach verkündete er nichts mehr. Deshalb nennt man dies die letzte Lehrrede. Zur weiteren Verdeutlichung des Inhalts fragen wir uns im Folgenden, wo entstehen denn die Gestaltungen? Was sind Gestaltungen überhaupt? Gestaltungen entstehen genau in unserem Geist. Sie sind die Symptome, die Beschaffenheit des Geistes, die zum Entstehen all der Vorstellungen führt. Diese Gestaltungen eben sind die treibende Kraft der Vorstellung und Benennung aller Dinge in der Welt. In Wahrheit existieren die Dinge in allen Welten oder alle Ding-Elemente, Dhamma Dhatu, ebenso wie sie sind. Die Erde, Bäume, Berge, der Himmel, der Sonnenschein. Sie behaupten nicht, irgendetwas zu sein. Sogar der menschliche Körper, der ebenfalls nichts als die Elemente der Welt ist, behauptet keineswegs, dies oder jenes zu sein.
Es ist die Herrschaft der Gestaltungen, dieser treibenden Kraft, die das Gedankengebräu bewirkt, man sei dies oder jenes. Und wir fallen darauf herein, halten es für die Wahrheit und klammern uns ganz und gar an das Ich und an das Mein. Deshalb entstehen Gier, Hass und Verblendung und führen den Geist seit Urzeiten in die Irre, so dass er endlos in Geburt, Alter, Krankheit und Tod kreist. Seit zahllosen Leben, zahllosen Existenzen ist es so, weil die Herrschaft der Gestaltungen dem zugrunde liegt. Daher lehrte der Buddha, wir sollen die Gestaltungen als unbeständig und leidhaft kontemplieren. Sabbe Sankara Anicca, Sabbe Sankara Dukkha. Bis klares, durchdringendes Wissen als Resultat aus der Entfaltung des Patibhaga, des Gegenstücks, als Ausgangspunkt entsteht. Bis man den Geist in die nächste Stufe eintreten lässt. Danach entsteht das Wissen, sie, die Gestaltungen, sind so, wie sie sind. Das erscheint wahrhaftig im Geist. Und wenn wir darin Meisterschaft erlangen, sehen wir wirklichkeitsgemäß klar und deutlich, dass unsere Erkenntnis den Gestaltungen gewachsen ist. Die Gestaltungen können den Geist nicht mehr konditionieren, ihn nicht mehr zum Aufbegehren bringen. Wenn die Gestaltungen den Geist nicht mehr konditionieren, dann begehrt er eben nicht mehr auf. Die Erkenntnis umfasst alle Dinge. Damit sind wir gestillt und im Frieden, bis hin zur vollen Befreiung. So ist es. Und da habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen, als so ist es, Ewang.